Professor Gottfried Biegelmeier wurde am 19. Juli 1924 geboren und wuchs unter ärmlichsten Bedingungen in Wien auf. Nach Kriegsende studierte Professor Biegelmeier in Wien an der Technischen Hochschule Physik und Mathematik, wo er im Jahr 1949 promovierte. Fehlerstromschutzeinrichtungen waren schon in der Mitte der 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts ein besonderes Spezialgebiet von Professor Biegelmeier. Er hat sich von Anfang an zur Aufgabe gemacht, die Funktionssicherheit dieser wichtigen Schutzgeräte zu verbessern. Und das erste wesentliche Patent, das sogenannte Patent zur Energiespeicherschaltung im Jahr 1958, war hier ein Meilenstein in die Richtung, dass ab diesem Zeitpunkt Fehlerstromschutzeinrichtungen auch wirklich funktionssicher produziert und eingesetzt werden konnten. Das Funktionsprinzip ist einfach. Der Fehlerstromschutzschalter vergleicht den zu einem Betriebsmittel hinfließenden mit dem rückfließenden Strom. Wenn im Fehlerfall hin- und rückfließender Strom nicht mehr exakt übereinstimmen und der Fehlerstrom auf falschem Weg durch den Körper eines Menschen fließt, dann wird der Stromkreis abgeschaltet. Auf die Funktionsweise des Fehlerstromschutzschalters wird in der Lektion über die Schutzschaltgeräte im Detail eingegangen. Ursprünglich auftretende Herausforderungen, wie beispielsweise Fehlauslösungen durch Gewitter, wurden durch nachfolgende Erfindungen von Professor Biegelmeier gelöst und die weiterentwickelten Fehlerstromschutzschalter sind heute großflächig im Einsatz. Diese Fehlerstromschutzeinrichtungen, wenn sie eingebaut sind, hatten damals die Eigenschaft, infolge von Gewitterüberspannungen ungewollt auszulösen und damit die Verfügbarkeit der elektrischen Energie zu reduzieren. Das hat Biegelmeier im Zuge seines nächsten Patentes, das sogenannte G-Schalter-Patent, gelöst. Dieses Thema hat er gelöst. Er hat damit erreicht, dass also Fehlerstromschutzeinrichtungen nicht nur funktional sicher sind, sondern auch gegen ungewollte Auslösungen weitestgehend geschützt sind. FI-Schutzschalter arbeiten im Hintergrund und schützen uns tagtäglich vor den Gefahren des elektrischen Stroms. Die Prüftaste soll nach Angaben des Herstellers in regelmäßigen Zeitintervallen betätigt werden. Die Betätigung der Prüftaste ersetzt jedoch nicht die regelmäßige Kontrolle des Anlagenzustandes durch eine befugte Elektrofachkraft. Der Fehlerstromschutzschalter ist in Österreich seit 1980 vorgeschrieben. Das hat natürlich dann zur weiteren Verbreitung dieses Schutzgerätes, insbesondere dann auch im Zusammenhang mit der Schutzmaßnahme Nullung, geführt. Und damit hat sich Biegelmeier wieder vor der nächsten Aufgabe gesehen, nämlich die Zuverlässigkeit der Auslösung weiter zu steigern. Weiter zu steigern deswegen, weil man wusste, und bis zum heutigen Tag ist ja das mehr oder weniger unverändert, dass Fehlerstromschutzeinrichtungen über viele, viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, eingebaut sind und eingebaut bleiben. Und da soll das Schaltgerät natürlich auch nach langer Einbaudauer noch zuverlässig auslösen. Und das war dann der nächste Schritt, den er dann in seinem sogenannten HFI-Patent niedergelegt hat. Und ab diesem Zeitpunkt ist es dann auch bei manchen Konstruktionen dieser Schalter möglich, auch ein sehr zuverlässiges Schutzgerät zu haben. Nach dieser Zeit kam dann eine weitere Aufgabenstellung, die vor allem den Brandschutz mit Fehlerstromschutzeinrichtungen betrifft. Den sogenannten Erdschlussbrandschutz, muss man also heute präziser sagen. Da geht es darum, dass Fehlerstromschutzeinrichtungen auch in genullten Anlagen an die Wurzel der Verteilung gesetzt werden und sozusagen als Brandwächter, als Erdschlussbrandwächter für die gesamte Anlage dienen. Und dazu war es notwendig, ein Gerät zu entwickeln, das nicht nur mit anderen Fehlerstromschutzeinrichtungen selektiv schaltet, das gab es ja schon seit vielen Jahren, sondern auch mit Leitungsschutzschaltern, mit nachgeschalteten Leitungsschutzschaltern selektiv schaltet.
Und das war dann das weitere und zeitlich letzte Patent von Biggemeier, das sogenannte M-Schalter-Patent zu haben. Also wir sehen, dass Biggemeier über viele Jahrzehnte hinweg ganz konsequent an der Verbesserung der Technologie der Schaltgeräte selbst und nicht nur wie in seinem anderen Arbeitsbereich an der Verbesserung und Umsetzung von Schutzmaßnahmen beschäftigt war. Professor Biggemeier führte gefährliche Selbstversuche durch, um die Funktionsfähigkeit des von ihm entwickelten Fehlerstromschutzschalters zu beweisen. Bei den durchgeführten Versuchen wurde die Spannung schrittweise gesteigert und so einerseits die Funktionalität der Schutzschalter bestätigt und andererseits die Wirkungen des Stroms auf den menschlichen Körper und deren Einflussfaktoren gezeigt. Bei diesen Versuchen wurden auch die Körperimpedanzen bei Berührungsspannungen bis 200 Volt ermittelt. Diese Messungen sind bis heute einzigartig und wurden in dieser Form nie mehr wiederholt. Die Ergebnisse aus den Forschungen von Professor Biggemeier flossen auch in den IEC-Report 479 ein, dessen Nachfolgernorm IEC 60479 auch heute noch in wesentlichen Teilen auf diesen Forschungsergebnissen beruht. Das Video über die durchgeführten Versuche wird in der Lektion Wirkung des elektrischen Stroms Teil 1 bereitgestellt. Ab den 1970er Jahren beschäftigte sich Professor Biggemeier intensiv mit der praxisgerechten Weiterentwicklung und Umsetzung der Schutzphilosophie gegen elektrischen Schlag, welche auf dem Prinzip der dreifachen Sicherheit basiert. Das Prinzip der dreifachen Sicherheit ist charakterisiert durch: erstens den Basisschutz, den Schutz gegen direktes Berühren, zweitens den Fehlerschutz, den Schutz bei indirektem Berühren und drittens den Zusatzschutz. Der Basisschutz, das heißt der Schutz gegen direktes Berühren, wird durch die Basisisolierung, Abdeckungen, Umhüllungen, Hindernisse sowie durch Abstand erreicht. Man erkannte schon früh, dass durch den Basisschutz alleine Elektrounfälle nicht verhindert werden können. Die Herausforderung lautete somit, einen Elektrounfall bei Versagen des Basisschutzes zu verhindern. Dies führte zu den Schutzmaßnahmen, welche bei indirekten Berühren schützen. Diese Maßnahmen werden als Fehlerschutz bezeichnet und stellen die zweite Schutzebene gegen den Elektrounfall dar. Durch den Fehlerstromschutzschalter mit einem Nennwert des Auslösefehlerstroms von kleiner gleich 30 mA als Zusatzschutz ist eine dritte Barriere gegen den Stromtod vorhanden, sofern als Fehlerschutz, Nullung, Schutzehrung oder Fehlerstromschutzschaltung angewendet werden. Eine besondere Herausforderung hinsichtlich der Zuverlässigkeit entstand dadurch, dass der Fehlerstromschutzschalter oder die Fehlerstromschutzeinrichtung im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte immer mehr in die Endstromkreise eingebaut wurde und dort vor allem für den Zusatzschutz. Und der Zusatzschutz ist letztendlich jene Schutzvorkehrung, die dann wirksam werden soll, wenn Menschen aktive Leiter direkt berühren. Details zu den einzelnen Schutzmaßnahmen werden im Rahmen dieses MOOCs in einer eigenen Lektion behandelt. Ein großes Anliegen war es, Professor Biggemeier den Nachweis zu führen, dass die Schutzmaßnahme Nullung für eine sehr große Zahl von Anlagen als optimale Schutzmaßnahme für den Fehlerschutz gelten kann. Bereits im Jahr 1927 wurde in den Leitsätzen für Ehrung und Nullung in elektrotechnischen Starkstromanlagen mit Spannungen bis 250 Volt gegen Erde Nullung beschrieben. Darin wurde unter dem Begriff Nullen das Verbinden der metallenen Konstruktionsteile einer elektrischen Anlage mit dem Nullleiter verstanden. Das Prinzip der Nullung ist bis heute unverändert. Nullung steht für Neutralleiterschutzehrung und ist als Maßnahme des Fehlerschutzes definiert. Bei der Nullung werden die zu schützenden leitfähigen Anlagenteile entweder direkt oder über den BE-Leiter, dem Schutzleiter mit dem gut geerdeten Neutralleiter verbunden und somit die mit einem Fehler behafteten Anlagenteile durch Überstromschutzeinrichtungen, zum Beispiel Leitungsschutzschalter oder Sicherungen, ausgeschaltet. Österreich hat als erstes europäisches Land die Nullung gesetzlich mittels der 1998 in Kraft getretenen Nullungsverordnung eingeführt.
Professor Biegelmeier war maßgeblich an der Ausarbeitung dieser Verordnung beteiligt. Und hat mich kontaktiert und gebeten, ich sollte mal so einen Versuch machen, um eben im genullten Netz schauen, wie sich die Spannungsverhältnisse ergeben, wenn man da einen Kurzschluss erzeugt. Das habe ich ihm gern zugesagt, weil ich das Messequipment dazu hatte. Und ja, wir haben dann in Christkirchen diesen Versuch durchgeführt. Das war ein ländliches Gebiet. Am Netzausläufer den Fehler gemacht über einen ferngesteuerten Leistungsschalter und haben eben dort zwischen einem Außenleiter und dem Pennleiter einen Kurzschluss erzeugt. Wir haben versucht, gegen ferne Erde zu messen, das waren Abstände mit 100 Meter, und haben dort festgestellt, direkt unmittelbar am Fehlerort, wo der Kurzschluss gemacht worden ist, eine Spannung von 54 Volt und bei den Kundenanlagen Spannungen von 13 bis 17 Volt, also höchst ungefährlich. Und der Professor hat natürlich da jetzt voller Freude erfahren und gesehen, halt, das passt wirklich. Und was im Ausgang war, er hat ja 20 Jahre versucht oder länger sogar, die Nullung als Fehlerschutz salonfähig zu machen. Ist ihm nicht gelungen, weil er keine fundierten Messergebnisse hatte. Und wie wir das ihm dann dargelegt haben, hat er sich schon gefreut und gesagt, na, jetzt wird da was geehrt. Wobei aber diese honorigen Herren in den Ausschüssen, gerade in dem Niederspannungsausschuss, noch immer keine Ruhe gegeben haben und gesagt, na, das ist vielleicht ein Sonderfall. Und die EVUs oder die Netzbetreiber, gerade in Niederösterreich, waren auch sehr dagegen, weil die gesagt haben, wenn man jetzt den N-Leiter, der ja isoliert ist bei der Kundenanlage, auf einmal mit dem Kundenerder verbinden, dann würde dort die Möglichkeit bestehen, dass über den damals dann Pennleiter Ströme transportiert werden, die Spannungen erzeugen, die dann unmöglich sind. Das war alles nicht. In dem Zusammenhang, wie das da gesehen hat, dass das funktioniert, hat er, ob das der Hauptgrund war, weiß ich nicht, die Stiftung Elektroschutz gegründet. Also im 95er Jahr haben wir die Messungen bei der Energie AG gemacht, 96, glaube ich, hat er das gegründet und hat mich dann dort in den Vorstand berufen. Und ich habe meinerseits dann geschaut, beim Verband der E-Werke, da gibt es eine Forschungsgemeinschaft, habe dort einmal vorgefühlt und habe die Chance gekriegt, dass wir von denen auch Geld kriegen für das Ganze. Wir haben dann offiziell von der Stiftung einen Ansuchen gemacht für dieses Projekt und haben 300.000 Schilling damals gekriegt, um die Messungen in Österreich fortzuführen. Das wurde gemacht, geholfen hat mir da ein Salzburger, der wirklich auch engagiert war bei der Sache, und der Herr Hirtler, der vormals Geschäftsführer war der Stiftung Elektroschutz. Gerade bei der Berichtsverfassung war der Reinhard da sehr dahinter. Ja, und außerdem im Vorstand war noch ein Ministerialrat vom Wirtschaftsministerium, und den haben wir begeistern können mit diesen Unterlagen, mit diesen Messergebnissen. Und der hat dann gesagt, so, da tun wir was. Hat versucht, beim ÖVE einen Arbeitskreis zu gründen. Das ist relativ schnell gegangen. Und wir haben dort emsig gearbeitet, dass wir da wirklich alle Punkte, die notwendig sind für diese Nullungsverordnung, dass wir das da hineinbringen. Und das ist ihm dann relativ schnell gegangen. War die Nullungsverordnung fertig und der Ministerialrat hat es auch zusammengebracht, dass das relativ schnell in Kraft getreten ist. Die Netzbetreiber haben aber dann doch Auflagen bekommen, um die Abschaltbedingung zu erfüllen. Denn die haben ja Netze gehabt, da wenn irgendwo eine Heutrocknung eingeschaltet worden ist oder ein Gebläse stärkeres, dass die Spannung so zusammengebrochen ist, dass die Fernseher nicht mehr gegangen sind oder eben Kaltlichtanlagen nicht mehr funktioniert haben. Das heißt, diese Netzbetreiber haben die Auflage gekriegt, innerhalb von 10 Jahren ihre Netze so zu ertüchtigen, dass die Abschaltbedingung in allen Fällen gegeben ist. Die haben dann Zwischensicherungen gesetzt oder Leitungen verstärkt oder mitunter auch neue Trafostationen errichtet. Ja, so ist es dann auch bei den Netzbetreibern passiert, und da muss man sagen, es hat durch diese Maßnahmen auch die Spannungsqualität sich sehr verbessert. Die damals in Kraft getretenen gesetzlichen Rahmenbedingungen hatten große Wirkung auf die Ausführung bestehender und vor allem auf die Ausführung neuer elektrischer Anlagen.
Professor Biegelmeier zeigte durch seine Arbeiten, dass Nullung gegenüber der Schutzerdung und der Fehlerstromschutzschaltung entscheidende Vorteile aufweist. Einerseits aus Sicht des Schutzes gegen elektrischen Schlag, aber auch hinsichtlich des Schutzes von Sachwerten. Als Vorteile des Fehlerschutzes Nullung nannte Professor Biegelmeier folgende: Niedrige Werte der Berührungsspannung UT, jedenfalls deutlich unter 50 Volt, in einigen Fällen nur wenige Volt. Da die Körperimpedanzen spannungsabhängig sind, liegen die Körperströme unter den Gefahrengrenzen für das Herzkammerflimmern. Hohe Verfügbarkeit der Stromversorgung, geringe Überspannungen bei Gewitter, die Nullung bleibt auch bei einem möglichen Versagen des Fehlerstromschutzschalters wirksam. Es ist jedoch festzuhalten, dass bei der Nullung im Fehlerfall hohe Ströme fließen müssen, welche das ordnungsgemäße Abschalten der Überstromschutzeinrichtungen sicherstellen. Das daraus entstehende mögliche Risiko kann jedoch durch die Umsetzung des dreistufigen Schutzkonzeptes, das heißt den Einsatz von Fehlerstromschutzschaltern und/oder den zusätzlichen Potenzialausgleich für den Zusatzschutz, auf ein vertretbares Maß reduziert werden. Die Kombination der Schutzmaßnahme Nullung für den Fehlerschutz und der Einsatz von Fehlerstromschutzschaltern für den Zusatz- und Brandschutz stellt heute das Fundament der sicheren Elektrizitätsanwendung in Niederspannungsanlagen dar. Die Beziehung zu Herrn Professor Biegelmeier ist über einen Pferdeunfall passiert. Und zwar ist in unserem Bereich in Eberstahl-Zehl eine Reiterin mit einem sehr wertvollen Turnierpferd in dem Feld geritten und bei einer Trafostation hinten vorbei und ist dort über einen stromdurchflossenen Erder geritten. Das Pferd ist zusammengebrochen, hat jämmerlich geschrien. Man hat die Leute der Energie AG dort herbeigeholt und die haben versucht, ja, was passiert ist. Die erste Annahme war, dass der Mittelspannungsleitung, die da zur Trafostation führte, ein unmittelbarer Mast zu braun war. Und man dort geglaubt hat, na, das dürfte ein Erdschluss gewesen sein. Dem war nicht so, da ist sehr viel Zeit vergangen. Dann haben sie gesehen, das Pferd gibt nicht mehr keine Ruhe, dann haben sie die ganze Station freigeschaltet. Aber es war zu spät, das Pferd ist zu Tode gekommen. Nachdem das Pferd ihm sehr wertvoll war, da hat es ein Gutachten gegeben mit 600.000 Schilling damals, hat dieser Unfall die Runde in Österreich gemacht. Die Presse hat sich draufgehängt und ja, ich bin dann am nächsten Tag hingefahren und habe gesehen, dass bei der Trafostation, dort wo das Pferd über den Erder geritten ist, das Gras höher gewachsen ist. Nicht deswegen, weil dort eben 50 Ampere in die Erde geflossen sind und den Boden erwärmt haben und man gesehen hat, aha, das war der Erder. Also für mich war gleich mal sonnenklar, dass das nicht der Erdschluss in der Mittelspannung war, sondern eben ein stromdurchflossener Erder. Wie ist das passiert? Es war ein Sommergewitter, hat der Blitz eingeschlagen in die Station. Offensichtlich hat man gesehen, der Niederspannungshauptschalter war zerstört, dann hat man getauscht. Und was man nicht gesehen hat, war ein Niederspannungsabzweigschalter, an dem eine Verbindung entstanden ist von einem Außenleiter hin auf das Metallgehäuse. Und die Metallteile in einer Trafostation sind untereinander verbunden zu einem Potentialausgleich und eben örtlich geerdet. Und das war dieser Horizontalerder, der dahinter der Station verlegt war. Dadurch eben dieser Außenleiter auf diesen Erder getroffen ist und der Erdübergangswiderstand so etwa 3 oder 5 Ohm, was das war, haben diese 50 Ampere jetzt ein halbes Jahr lang in den Boden fließen können. Und wie die Dame da drüber geritten ist, ist eben das passiert. Im Jahr 1996 gründete Professor Biegelmeier die Elektroschutz Gemeinnützige Privatstiftung. Die Stiftung verfolgt bis heute das Ziel, gemeinnützig und wissenschaftlich auf dem Gebiet des Elektroschutzes tätig zu sein. Für seine wissenschaftlichen Errungenschaften wurde Professor Biegelmeier im Jahr 1978 der Berufstitel Professor verliehen. 1993 erhielt er das Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst erster Klasse. Internationale Anerkennungen wie der amerikanische IEEE Bauer Life Award sowie der japanische Ikeda Award würdigten seine wissenschaftlichen Leistungen. Dass die Tätigkeiten des Professor Biegelmeier
weltweit Anerkennung gefunden haben und heute noch Stand der Technik sind. Also ohne dem würde das Ganze weit nicht so funktionieren. Das muss man schon ganz neidlos sagen. Also dieser Mann war ein Pionier, wo man heute noch nach seinen Erfindungen arbeitet. Und wie man gerade weiß, die Fehlerstromschutzschalter, die ja sehr auf seinen Mist gewachsen sind, gerade diese moderneren Schalter, werden heute verwendet und man könnte sich nicht vorstellen, dass man die weglässt. Zu den weiteren Pionieren der Elektropathologie zählen Professor Dr. William B. Covenhoven. Professor Covenhoven beschäftigte sich während seines Berufslebens mit den Wirkungen des elektrischen Stroms auf den menschlichen Körper. Er arbeitete eng mit Medizinern zusammen und erkannte das Prinzip der elektrischen Defibrillation bereits in den 1930er Jahren. Weiters leistete er einen wichtigen Beitrag zur Herz-Lungen-Wiederbelebung, indem er die Effektivität der äußeren Herzdruckmassage erkannte. Die 1959 durchgeführten Tierversuche mit Hunden zur Bestimmung der Flimmerschwelle lieferten wesentliche Erkenntnisse für darauf aufbauende Forschungsarbeiten und Normungsaktivitäten. Dr. Ingenieur Heinrich Freiberger. Dr. Ingenieur Freiberger führte genaue Messungen des Widerstandes des menschlichen Körpers bei Gleich- und Wechselstrom durch. Neben Versuchen mit frischen Leichen wurden auch Messungen der Körperimpedanzen bei niedrigen Spannungen an lebenden Menschen durchgeführt. Das Ersatzschaltbild für die Körperimpedanzen, welches in der aktuellen Normung verwendet wird, geht auf die Erkenntnisse von Dr. Ingenieur Heinrich Freiberger zurück. Diplom-Ingenieur Konrad Almsleben. Diplom-Ingenieur Almsleben befasste sich sowie auch Professor Jelinek mit der Verhütung elektrischer Unfälle und beschäftigte sich eingehend mit den elektrischen Unfallgeschehen. Nach einer seiner Forschungsreisen nach Amerika berichtete er 1926 vom schrecklichen Verlauf einer Hinrichtung mit elektrischem Strom. In einer seiner wesentlichen Publikationen nimmt Almsleben zur Ansicht, dass der Tod durch Elektrizität durch Atmungslähmung eintritt, Stellung. Er schreibt, dass es im Falle eines Stromunfalles keinen primären Tod durch Atmungslähmung gibt, sondern führte in seiner Veröffentlichung an, dass der Tod durch Herzkammerflimmern kennzeichnend für den elektrischen Tod ist. Professor Dr. Stefan Jelinek. Die Forschungen und das von Professor Jelinek gegründete Elektropathologische Museum werden in diesem MOOC in der Lektion Geschichtliche Entwicklung der Erforschung über die Wirkungen des elektrischen Stroms auf den Menschen behandelt. In Anerkennung der Leistungen von Diplom-Ingenieur Konrad Almsleben und Professor Dr. Stefan Jelinek zeichnet die Elektroschutz gemeinnützige Privatstiftung seit 1997 Personen, die besondere Verdienste im Bereich des Elektroschutzes geleistet haben, mit der Almsleben-Jelinek-Ehrenmedaille aus. Vor 2 Jahren habe ich von der Stiftung die Almsleben-Jelinek-Medaille überreicht bekommen. Das war für mich dann doch eher sehr erhebend. Und eben für die Arbeiten, die Nullung durchzubringen, beziehungsweise auch Maßnahmen zu setzen, elektrische Energie gefahrlos betreiben zu können oder anwenden zu können. Dies war das Modul über das Erfinderleben von Professor Ingenieur Dr. Gottfried Biegelmeier und seine wesentlichen Errungenschaften auf dem Gebiet des Elektroschutzes.